Hi, ich bin's, euer Martin von Vigo. Wenn ihr euch dieses Video anguckt, dann habt ihr wahrscheinlich gerade Ärger mit einem Ford Transit in eurer Werkstatt. Ich möchte euch eine Lösung zeigen, wie wir an dem Ford Transit an der Vorderachse sowohl das Radlager als auch die Bremse professionell ohne Theater austauschen können. Die Problematik, die wir dabei haben, ist, dass die Bremsscheibe von innen an die Narbe geschraubt ist. Das kennt ihr aus den Werkstätten. Da hat jeder sich schon mal einen Wolf dran gezogen, bis man das Ganze vom Auto runter hat. Dabei macht man dann meistens das Radlager kaputt und dann machst du ein neues Reinbremsen. Und das Ganze wird unglaublich teuer und dauert ewig lang. Wir können mit dem Werkzeug das Radlager von der Narbe trennen, vor 2013. Nach 2013 kriegen wir das Ganze gesund vom Auto runter und können auch da die Bremse austauschen. Das Ganze gucken wir uns jetzt mal einmal an, wie das aussieht am Transit vor 2013. Das Ganze ist ja nun mal ein Werkzeugvideo, also lassen wir das Werkzeug einmal ordentlich qualmen. Ich lasse die Finger fliegen und mache mir hier ein bisschen Platz. Los geht's! Hier sehen wir das Ferkel schon, ne? Hier haben wir die Narbe, hier ist die Bremsscheibe. Die Schrauben von der Bremsscheibe sind zwar da, losmachen können wir das Ganze, aber abkriegen wir die nicht, die ist von innen da dran. Wir müssen die Narbe weghaben. Also, Sattel runter, Antriebswelle raus, haben auch ein Werkzeug für, falls sie fest sitzt, können wir sie rauspressen, Kugellenk weghängen, aushängen, zack, zack, fertig. Ihr müsst mal darauf achten, es wirkt so, als würde ich im Zeitraffer arbeiten. Das 10 Jahre Training. Und heute bin ich so schnell. In echt jetzt. Und hier haben wir schon das erste Problem. Die Antriebswelle bleibt in der Narbe drin. Das bewegt sich nicht. Draufhauen haben wir das Gewinde kaputt. Machen wir natürlich nicht. Wir haben die Lösung von Profis für Profis. Wir schrauben uns hier die Brücke drauf mit den mitgelieferten Muttern. Hier setzen wir jetzt unsere Hydraulik ein, dann rücken wir dem Ganzen mit 32 Tonnen auf die Pelle und können das Ganze noch mit der Schlagkraft verstärken. Die wird verlieren, ich weiß es. Und hier haben wir jetzt intern nur Schnuckelchen genannt. 32 Tonnen kann er dann wohl. Hat hier hinten das passende Gewinde, um das hier auf die Brücke aufzuschrauben. Drehen wir jetzt in das Gewinde ein, bis wir an der Antriebswelle anliegen. Hier kommt dann gleich die Hydraulik drauf. Und hier hinten können wir noch die Kappe aufdrehen. Die ist dann schlagfest. Wenn wir die ganze Kraft noch verstärken müssen, wenn wir jetzt gleich drücken, können wir hier noch mit dem Hammer draufpölen. Hier haben wir das Ganze jetzt aufgesetzt. Wir drücken die Welle nicht ganz raus, wir lösen die nur. Ist ja alles noch zusammengebaut, sonst würden wir die ja ins Getriebe drücken. Und da haben wir sie auch schon. Das Abrüsten. Jetzt können wir sie mit dem Daumen rausdrücken. Den Kugelgelenkabdrücker, den kennt ihr ja, da haben wir auch ein eigenes Video zu. Und ganz ehrlich, die Werkzeuge sind alle spitze, aber das hier ist mein absoluter Favorit. Was für eine Zeitersparnis, kein Rumgewürge, kein drauf rumgehaue. Ihr seht, der ist nicht fürs Video gepimpt, den habe ich in der Werkstatt schon seit vielen Jahren im Einsatz. Das ist mein absolutes Lieblingstool, wenn es um Kugelköpfe geht. Jetzt nehmen wir noch den Achsschenkel-Runterdrücker da dran, dann habe ich hier auch gleich schön Platz, die Antriebswelle rauszunehmen. Das Ganze hier unten jetzt leicht auf Spannung gesetzt. Der zieht mir dann gleich den Arm nach unten weg. Und jetzt kann ich das Kugelgelenk da unten rausdrücken. Seid ihr bereit, Burschis? Na was. Weiter geht's. So, und jetzt wird es auch schon langsam ernst, Freunde. Ja, ich habe das ausgehängt, damit ich die Welle da rauskriege. Jetzt sind wir an dem Punkt, wo wir die Schrauben von dem verschraubten Radlager lösen müssen. Dann kommen wir hier durch die Bohrungen dran mit einem langen
50er Torx. Die Schrauben drehen wir nur 4 Umdrehungen raus, wir wollen das Ganze nur lösen und vor allen Dingen wollen wir, dass das Radlager ganz bleibt, denn wir wollen ja nur die Bremse tauschen, nicht das Radlager. Ich habe die Schrauben gelöst und das Radlager dahinter sieht exakt so aus. Ich habe hier ein neues und so sitzen die Schrauben da drin. Wenn ich jetzt durch die Bohrungen durch die Schrauben ein Stück anlöse, dann sitzen die so ein Stückchen davon ab und ich kann jetzt mit dem Werkzeug mich auf den Schrauben abstützen und das Radlager aus dem Gehäuse rausziehen. Es ist ein sperriges Thema, ich weiß es doch selber. So sieht das Ganze jetzt aus. Mit den Stäben hier komme ich durch die Bohrungen durch direkt auf die Schrauben drauf. So, angesetzt haben wir das. Von hinten das große Druckstück. Wir wollen über den Außenkörper vom Radlager pressen, also haben wir den großen Durchmesser, rauf damit. Das ist schon ein mächtiger Hydraulikzylinder. Ist schon auch klar, dass der was wiegt. Wir sitzen auf den Schrauben. Schrauben haben wir ein Stück rausgedreht. Innen mit dem großen Teller auf den Außenrand vom Radlager. Keine Kraft über die Wälzkörper. So wie es sein soll. Träumchen, Freunde. Alle bereit? Jetzt drehen wir die Schrauben was weiter raus, dann haben wir es. Hier haben wir das Paket. Einmal die Bremse mit der Narbe und dem Radlager hier hinten drin. Das Ganze ist lebendig geblieben. Wir haben es ja sauber über den Außenring abgepresst. Das Radlager können wir weiterverwenden. Wir können jetzt hier vorne die Bremsscheibenschrauben lösen. Nehmen die Scheibe runter, frische Scheibe drauf, das Ganze wieder ans Auto. Und der Kunde kriegt eine neue Bremse, kein neues Radlager. Das ist der Vorteil. Mit dem Werkzeug bleibt das Radlager ganz. Wir brauchen kein neues. Wie wir das Ganze hier rauskriegen, ohne das Radlager kaputt zu machen, um zum Beispiel die Bremsscheibe auszutauschen, habt ihr gerade gesehen. Jetzt zeige ich euch, wie wir das Ganze aufrüsten, wenn wir das Radlager tauschen. Da müssen wir nicht ganz so vorsichtig sein, denn wir tauschen es ja nun mal eh aus. Da dürfen wir da ein bisschen gröber dran. Ich habe das Ganze hier wieder angeschraubt, die Schrauben sind fest. Jetzt kommt das Werkzeug drauf. Wir haben auch wieder unseren großen Hydraulikzylinder mit der Spindel aufgerüstet. Auch wieder unser Druckstück. Wir gehen wieder auf die Schraubenköpfe. In dem Fall bleiben die Schrauben einfach an ihrer Position, gar nicht erst gelöst. Jetzt kommt der große Unterschied. Wir gehen mit dem kleinen Druckstück innen auf die Narbe drauf, setzen die Mutter an und ziehen das Ganze ab. Ich habe die Hydraulik wieder aufgerüstet. Jetzt gehen wir durch die Bohrungen mit den Druckstücken auf die Schrauben drauf. Die bleiben aber eingeschraubt. Die lösen wir erst gar nicht an. Mit der Spindel durch die Narbe durch und dann mit dem kleineren Druckstück auf den Innenkern vom Radlager, denn wir ziehen jetzt die Narbe vom Radlager runter. Das Radlager darf ruhig am Auto bleiben und ganz ehrlich, das darf auch kaputt gehen, denn wir machen es ja nun mal eh neu. Wie das Ganze jetzt auseinanderfliegt, zeige ich euch. Das. Und hier haben wir es. Das Radlager hat sich geteilt, ein Innenkern ist auf der Narbe geblieben, der Rest bleibt am Auto. Guck mal her, hier siehst du es schön. Im Innenkern sind wir auf die Narbe gegangen. Mit der Mutter hier gegen. Ein Innenkern bleibt drauf. Den hole ich mir jetzt. Um das jetzt hier noch vom Auto abzukriegen, haben wir den großen Topf dabei. Der sitzt hier nachher da drüber. Wir nehmen wieder das große Druckstück, denn wir wollen über den Außenkranz gehen. Wir wollen es ja immerhin komplett da raus haben. Das Ganze sieht dann nachher so aus, dass wir das jetzt hier drüber setzen. Den Ring von innen dran, Hydraulik mit Spindel drauf und raus damit. Großes Druckstück. Das ist erst die Hälfte. Yes! Haben wir's. Hier haben wir das Radlager. Damit sind wir mit den Demontagearbeiten fertig. Jetzt wird das Ganze noch wieder zusammengeschlüsselt, ran ans Auto
Und wir haben ja noch einen zweiten Transitter. Ich schwitze schon ein bisschen, das gebe ich mir mal eben abtupfen und dann geht's weiter. Einmal abgetupft und wieder frisch Schlückchen Wasser getrunken und das Radlager habe ich schon dran geschraubt. Mit den 5 Schrauben wieder dran gemacht. Das neue Radlager in dem Fall. Und was ich auch schon gemacht habe, ist Flotti die Bremsscheibe hier dran geschraubt. Und so können wir dann jetzt das Ganze wieder ans Auto drücken. Auch das machen wir mit der Hydraulik. Ihr guckt mir zu. Hier haben wir jetzt wieder den großen Teller hinten, greifen also wieder auf den Außenkranz. Jetzt haben wir den Zylinder aufgerüstet mit dem Druckstück. Hinten die große Platte mit der flachen Seite zum Lager hin. Die Mutter natürlich aufgeschraubt auf die Spindel. Und jetzt ziehen wir also die Narbe in das Radlager rein, stützen uns auf den Innenkern vom Radlager ab, sodass wir auch hier wieder keine Kraft über die Wälzkörper haben. Das heißt, das Ganze wird auch nicht beschädigt beim Einbau. Los geht's. So schnell kann es gehen. Werkzeug noch wieder abrüsten und dann kommt die Antriebswelle rein. Alles festmachen, mit dem ordentlichen Drehmoment angezogen. Und schon können wir auf die Probefahrt gehen. Die Vorderachse beim Transit nach 2013 unterscheidet sich im Wesentlichen darin, dass wir das Radlager nicht von der Narbe trennen können. Das Ganze ist hier ein Teil, das heißt, ist das Radlager im Eimer, gilt es, den ganzen Klumpen hier zu ersetzen. Natürlich ohne die Bremsscheibe, ist klar. Aber auch dafür haben wir die Lösung mit unserem Werkzeug, wie wir das Ganze abkriegen, um zum Beispiel die Bremsscheibe zu ersetzen, ohne das Radlager kaputt zu machen. Auch hier gilt niemals Kraft über die Wälzkörper. Und das schaffen wir, indem wir uns das Werkzeug umbauen. Wir gehen auf den äußeren Ring, können das Ganze hier durch die Bohrungen einsetzen, stützen uns auch wieder auf den Schrauben ab. Und jetzt können wir auch hier die Narbe abpressen, die Scheibe umbauen und das Ganze wieder zerstörungsfrei im Auto montieren. Wenn wir den Ford Transit haben mit dem Heckantrieb, also wir haben vorne keine Antriebswelle dadurch und entsprechend auch kein Loch, wo wir mit der Presse durchgehen können, haben wir noch die Kralle, die wir aufschrauben können und können dann hier mit dem Zughammer drauf und können das Ganze mit ordentlich Kraft vom Auto abziehen. Funktioniert auch gut, wie gesagt, für den Transit mit Hinterradantrieb. Ihr habt es gesehen, so einfach kann das gehen. Mit einer kräftigen Hydraulik und dem richtigen Werkzeug kriegen wir die Radlager vom Auto ab und auch wieder dran, ohne sie kaputt zu machen. Die Bremse ist getauscht, wir mussten kein Radlager dazu verknipsen, das ist eine gute Sache. Schön, wenn es euch gefallen hat. Ich freue mich über einen Daumen hoch. Ich freue mich, wenn ihr auf Instagram guckt, was wir da so verzapfen. Und ansonsten, wenn wir uns das nächste Mal bei YouTube sehen. Danke fürs Zuschauen. Bis bald. Euer Martin.